Ein Grund, warum sich zunehmend Tablets der Firma Apple in den Schulen wiederfinden, ist sicherlich die gute Software-Grundausstattung dieser Geräte. Außerdem bietet Apple mit der Steuerung der Schüler-iPads über die App Classroom eine praktikable Administration der Endgeräte an, denn die Dateiverwaltung und Softwareinstallation bei Klassen- oder Halbklassensätzen von Tablets ist ein nicht zu vernachlässigender Zeitfaktor im Unterrichtsalltag. Ich möchte Mut machen, GarageBand einzusetzen, ohne vorher eine lange Einführung in das Programm zu geben. Die Bedienoberfläche ist vielen Schülerinnen und Schülern so vertraut, dass schnell erste Ergebnisse entstehen. Außerdem kann eine einheitliche Instruktion in das Programm nicht die vielfältigen Herangehensweisen an die Aufgabe abbilden. Die eigene gute Kenntnis des Programms der Lehrperson hilft aber im konkreten Fall für zum Beispiel einen schnellen und guten Weg zur ersten Live-Aufnahme. Wichtig dafür ist, es müssen Kopfhörer verwendet werden, damit Aufnahmen mit dem iPad-Mikrofon nachher verwendbar sind. Diese eigenen Kenntnisse eignet man sich am besten über eine Vielzahl der YouTube-Tutorials an oder noch besser über eine 2- bis 3-stündige eigenständige Beschäftigung mit dem Programm. Auch empfehlenswert ist das Apple-eigene Workbook Jeder kann kreativ sein, Musik. Zwei Funktionen von GarageBand möchte ich hervorheben. Die Live-Loop-Ansicht ermöglicht ein sehr exploratives Vorgehen für die Lerngruppe. Einzelne Pattern werden aufgenommen und dann beliebig kombiniert. So hat es besonders das Team 3 geschafft, zu einer ungewöhnlichen Klangästhetik zu kommen. Die intuitive Bedienung des Synthesizers und der Effektsektion von GarageBand sollte den Schülerinnen und Schülern kurz gezeigt werden, da diese einem beim Ausprobieren nicht sofort auffällt, dann aber futuristische Möglichkeiten eröffnet. Kommen wir zur Live-Loop-Ansicht. Wir erstellen ein neues Dokument und wählen jetzt Live-Loops. Hier können wir zum Einstieg erst einmal vorgefertigte Loops verwenden, zum Beispiel EDM. Jedes Quadrat beinhaltet einen Loop des jeweils in einer Zeile vorhandenen Instrumentes und ich kann diese verschiedenen Loops je Zeile miteinander kombinieren. Nochmaliges Tippen beendet einen Loop. Auch ist es möglich, eine komplette Spalte zu wählen. Wollen wir keine weiteren eigenen Loops aufnehmen? Dann kann man über den Aufnahmeknopf jetzt einen eigenen Ablauf kreieren. Wir sehen, dass hier oben kleine Spurbalken hinzugekommen sind. Übersichtlicher lässt sich das Arrangement nun im Spureditor ansehen. Jetzt wird der fertige Song mit Lautstärke, Pan und weiteren Effekten bearbeitet und am Ende durch Schließen gesichert. Sicherlich auch ein Hinweis wert. Die Effektsektion lässt sich auch automatisieren. Wenn wir erneut den Aufnahmeknopf drücken und dann die Effekte live dazu verändern, werden diese Veränderungen gespeichert. Möchtet ihr eigene Loops aufnehmen, dann heißt es hier neu auswählen. Jetzt wähle ich mir ein Instrument, Keyboard, und schalte auf die Klaviertastatur. Ich nehme auf und wechsle zur Loop-Ansicht. Jetzt sehen wir, dass ich nur 2 Takte aufgenommen habe für ein 4-Takt-Pattern. Das kann ich durch die Editor-Funktion unten links ändern. Ein Klick auf den Loop zeigt die Option. Ich wähle Einstellung und ändere auf 2 Takte und quantisiere auf 1/16. Jetzt wollen wir ein akustisches Instrument, hier die Stimme, live dazu aufnehmen. Der Kopfhörer kommt ins Spiel, denn ansonsten wird vom iPad-Mikrofon auch der Sound der anderen abgespielten Loops aufgenommen und die Spuren überlagern sich. Jetzt ist das Instrument der Audio Recorder mit der Einstellung Studio. Ich höre über Kopfhörer das Klavier und singe dazu Loop 2 ein.
Ich muss dazu in der Spuransicht erst einmal die Spalte starten. Tippe dann auf meinen leeren Gesangsloop und wähle in Zelle aufnehmen. Jetzt muss ich in der neuen Ansicht noch den Aufnahmeknopf drücken und bekomme einen Einzähler zum Lossingen. Nun kann ich mit den live eingespielten Loops so verfahren, wie bereits vorhin erläutert. Hey, hey, da. Dann möchte ich euch noch kurz auf die Synthesizer-Funktion in GarageBand aufmerksam machen. Wir wählen eine neue Spur aus, Keyboard und davon den Alchemy Synth. Hier oben haben wir verschiedene Sounds zur Auswahl und ich wähle Lush Pulse. Jetzt kann ich hier einzelne Hüllkurven-Settings anwählen. Ich kann aber auch diese Felder als Touchpad nutzen und zwischen den Hüllkurven morphen. Auch auf das Feld Skala möchte ich euch hinweisen und den Schalter Glissando. Dann gibt es noch den Arpeggiator, der ja auch von Team 3 genutzt wurde. Und mit der Taste ganz rechts bewegen wir uns in den Smart Keyboard Bereich. Hier wählt das Programm in 4 verschiedenen Varianten Begleitmuster aus. Schöner zu hören ist das am Flügel. Zum Abschluss. Ich habe während des Projektes immer folgende Sicherungsmöglichkeit verwendet, damit die Schülerinnen und Schüler nachher unabhängig von ihrem iPad auf die Arbeit zugreifen können. In der Dateiübersicht langes Drücken auf die zu sichernde Datei, dann Teilen, jetzt als Projekt wählen, denn nur so werden die GarageBand-Dateien samt Spuren gesichert. Song bedeutet Sicherung als Audiodatei. Und dann über AirDrop an das eigene iPad oder den eigenen Mac-Rechner senden. Das war's. So geht es in der nächsten Stunde auch wieder zurück. Je länger man sich mit GarageBand beschäftigt und sich pädagogische Szenarien dazu vorstellt, desto kreativer wird man. So ist der Drum Editor mit seiner visuellen Darstellung sehr gut geeignet, um über Notenwerte oder verschiedene Rhythmuspattern zu sprechen.